Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Festveranstaltung. Es wird eine Gesprächsrunde werden, eine Gesprächsrunde über die Zukunft der Landschaftsplanung und Architektur aus Sicht der Berufsvertretung und der Studierenden. Ich möchte Ihnen die Diskutantinnen und den Diskutant auch ganz kurz vorstellen. Sehr bewegende Lebensläufe liegen mir vor. Zuerst die Frau Valerie Hoch von der ÖH BOKU. Gleich nach dem Studium, nach der Matura, ist sie ins Studium für Landschaftsplanung und Architektur eingestiegen und hat es sofort gewagt, sich auch in die Studienvertretung zu begeben, gleich das erste Jahr. Eine Hochachtung. Und auch ist sie sofort in die Fachstudien-AG, früher hieß das Ganze die Fachstuko, jetzt sind wir die Fachstudien-AG eingetreten und vertritt dort die Anliegen der Studierenden. Ansonsten ist sie auch noch aktiv bei der Bundesfachschaftsvorsitz der Landschaft von Österreich und ist somit auch sehr in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Weiters vorstellen möchte ich Stefanie Drillig. Sie hatte ein individuelles Studium gewählt an der BOKU und an der TU Wien, urbane Freiraumplanung und Freiraumgestaltung. Also haben wir vorhin schon gehört, es gab und gibt die Möglichkeit in Österreich eines individuellen Studiums und doch die eine oder andere Person hat das genutzt und nutzt das. Weiters möchte ich hervorheben, dass die Stefanie am ersten Doktoratskolleg der Universität für Bodenkultur zum Forschungsschwerpunkt nachhaltige Entwicklung mit teilgenommen hat und erfolgreich abgeschlossen hat. Sie war Mitarbeiterin auf der BOKU und ist jetzt Geschäftsführerin des ÖGLA und vertritt den ÖGLA heute Abend oder heute Nachmittag hier. Außerdem ist sie Leiterin des Hauses der Landschaft. Weiters möchte ich die Frau Anna Detzelhofer vorstellen. Und auch das haben wir schon gehört. Sie hat studiert, und zwar Landwirtschaft, und zwar die Grünraumgestaltung und den Gartenbau. Also sie war eine mit der Ersten, die dieses Studium auch gewählt hat und auch erfolgreich absolviert hat. Die Schweiz stand auf dem Programm und ein Intermezzo auf der Bodenkultur als Assistentin. Und ich erinnere mich noch an unser gemeinsames Projekt, die Kinderfreibäder in Wien. Da hatten wir ein Projekt. Seit 1993 ist sie selbstständige Landschaftsplanerin und 1997 Ingenieurkonsulentin. Ein kleiner Sidestep erzähle ich jetzt nicht. Weil wir haben in meinem Vorgespräch, hat sie kurz erwähnt, dass sie doch ein bisschen etwas später ihren Ingenieurkonsulentin abgeschlossen hat und aber schon vorher tätig war. Viele Lehraufträge prägen auch ihren Lebenslauf. Und unser Diskutant Daniel Zimmermann, ein echter Wiener sozusagen vom Lebenslauf her, Schönbrunner, dort die Fachbereich Gartengestaltung abgeschlossen, gleich nach dem Matura eingestiegen, bei uns auf der Bodenkultur, ein Sidestep nach Hannover und kaum fertig mit dem Studium hat er schon das Büro 3:0 gegründet und zwar mit einem ehemaligen Studienkollegen. Im Vorgespräch hat er mir dann auch gesagt, dass ich ihn irgendwann mal vor 30 Jahren betreut habe und somit bin ich auch ein Teil der Geschichte, sozusagen schon eine Dinosaurierin. Auch sein Lebenslauf ist geprägt von Lehraufträgen, nicht nur an der Bodenkultur, auch an der TU Wien. Viele Mitgliedschaften und auch im Vorstand ist er unterwegs und ein Schwerpunkt ist derzeit die Schwammstadt und so wie sein Bürotitel 3:0 ist auch der Titel einer Kooperation Coolbox mit einem gewissen Rätsel verbunden. Also können wir uns überlegen, was 3:0 bedeutet und Coolbox mit 2 U geschrieben, was dahinter steckt. Somit, Entschuldigung, jetzt muss ich mich setzen, sonst ist das einfach zu doof, wenn ich da stehe.
Somit würde ich ganz gern gleich mal in die Themen hineingehen. Wir haben vieles schon gehört aus Sicht der Universität, aus Sicht der Geschichte. Ein bisschen ermahnen muss ich die Kolleginnen und die Kollegen, weil ich habe die Aufgabe, auf die Zeit zu schauen. Bitte, wir einigen uns ein bisschen auf 3 bis 5 prägende Aussagen. Ich werde auch euch nicht ansprechen, sondern ihr dürft einfach hineinreden. Aber wie gesagt, ich werde ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Euer Berufseinstieg ist schon eine ganze Weile her. Und ich würde euch fragen, welche Arbeitsthemen haben sich für euch geändert im Bereich der Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, und vielleicht auch einen Blick darauf werfen, wie sich die Stellung der Landschaftsplaner, der Laplaichler geändert hat in eurem, sag ich mal, Berufsalltag, so von euren ersten Schritten im Berufsleben bis heute. Wer mag anfangen? Naja, als eine, die längste Geschichte hat, und die Uli Grebner hat wirklich einen ganzen Schub an Erinnerungen ausgelöst bei mir, aus der Zeit mit Wöss und so weiter, muss ich sagen, es hat sich schon sehr viel geändert. Also der Privatgarten ist mit Sicherheit nicht die Hauptaufgabe in unserem Büro, das ist eher ein, manchmal, genau, gelegentlich machen wir das noch, aber eher weniger. Und es hat sich insofern sehr viel geändert, weil es war früher, glaube ich, eher ein nice to have, also es war Landschaftsarchitektur, ja, wenn man zu viel Geld noch hatte oder noch was über war, dann hat man auch ein bisschen Landschaftsarchitektur gemacht, und ich würde sagen, es ist heute schon ein must have, also ganz ohne geht das gar nicht mehr, zumindest in den großen Städten oder in den Stadtentwicklungsgebieten und Ähnlichem. Was vielleicht gleich geblieben ist, und ich glaube, das war in den Vorträgen vorhin auch schon sehr immer wiederkehrend, ist, dass Landschaft mit Sicherheit mehr ist als nur Natur und dass Landschaft wirklich auch ein Ausdruck von einem kontinuierlichen Verhandlungsprozess ist, in dem es ganz viele Begehrlichkeiten, viele Konflikte auch manchmal, viele Interessen gibt, und dass der Druck auf die Landschaft eigentlich zunehmend gestiegen ist. Also aus dem heraus resultieren dann schon ganz andere Ansprüche. Wenn ich den Ball aufnehmen darf, also an sich, wir sind vor 21 Jahren als Büro gestartet, 3 Absolventen von der Bodenkultur, wobei einer Grünraumplanung, 2 Landschaftsarchitekten bzw. ein Landschaftsökologe, und die Aufgabenstellung grundsätzlich war für uns immer schon dieses Gestalterische aus der Sicht der nutzbaren Freiräume und da immer auch sehr stark in diesem engen Austausch im städtebaulichen Kontext, urbane Freiräume etc. Also das war schon immer unser Impetus sehr stark. Und ich musste zurückdenken, wie die Uli jetzt erzählt hat, wie die Geschichte des der ganzen Berufsstandes ist. Wir hatten 91, 92, 93 extrem spannende Vorlesungen hier mit dem Professor Krapfenbauer, der Forstökologie gebracht hat, aber eigentlich hat er über den Klimawandel gesprochen. Der hat uns genau diese Themen gebracht, die uns jetzt in der Arbeit eigentlich so betreffen, und das ist, er hat uns über die Ozonthematik, über die treibhausrelevanten Gase berichtet, und alles, was wir jetzt tun, das ist eigentlich die Hauptantriebsfeder, egal ob wir im ruralen, im ländlichen Bereich oder im städtischen Kontext sind, ist diese Klimawandelanpassung mit dem gestalterischen sozialen Raum zu kombinieren und auf den Boden zu bringen. Und das ist eine dramatische Veränderung im negativen wie im positiven Sinne in unserem Berufszweig und Stand. Wir haben dadurch einen ganz anderen Stellenwert im Diskurs, aber noch immer sind wir diese Universaldilettanten und Universaldilettantinnen, die Synapsen zu den anderen haben, aber diese Synapsen erleichtern uns den Austausch, die Sprache, aber auch gleichzeitig so, dass dann die Architektur sagt, jetzt reden die damit, die Kulturtechnik sagt, jetzt wollen die beim Wasser mitreden, und es kommt dann von allen Seiten bis zu raumplanerischen Agenten immer so, wir wollen überall mitreden, weil wir wissen, wir haben die besseren Lösungen für die Zukunft und die Gegenwart. Ich muss ja nicht jeder zu allem was sagen, aber etwas möchte ich vielleicht noch ergänzen. Ich glaube, was sich grundsätzlich geändert hat, ist unser Standing, also in der ganzen Baukulturszenerie. Ich glaube, dass wir einfach aufgrund des Bedarfs und der Relevanz unserer Arbeit an Bedeutung gewonnen haben. Es ist einfach so. Und natürlich, wenn man Antworten auf so wichtige Themen wie Klimawandel, wie Artensterben,
wie Bodenverlust, wenn man darauf Antworten liefern kann, ja, dann wächst man angeblich an Bedeutung. Und ich glaube, unser Fach ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie ein Berufsstand auch wachsen kann an den Aufgaben. Ja. Und vielleicht ergänzend zu dem, was ihr gesagt habt, was ich so sehe in den Büros ist, dass es zwar auf der einen Seite die Aufgaben viel breiter geworden sind, auf der anderen Seite man aber viel spezialisierter arbeiten muss. Also es ist so ein bisschen eine zusätzliche Vertiefung hat stattgefunden, aber gleichzeitig ist der Bogen viel größer geworden und das ist natürlich sehr schwierig abzudecken und insofern bin ich auch sehr stolz auf die Branche, dass sie das so gut mitträgt und daran auch so schön gewachsen ist. Danke. Aber es ist noch viel zu tun, da brauchen wir die Unterstützung der BOKU. Und der Studenten. Und ich hab, weil ich das muss gemeint, jemand weitertragen, du natürlich. Bist, du bist Teil dieser BOKU. Ah. Gut, darf ich noch mal ein bisschen nachhaken? Ganz kurz noch mal auf den Punkt gebracht, so wirklich Kernthemen von heute und Kernthemen von morgen. Wo seht ihr dort die Schwerpunkte? Naja, im Moment beschäftigen wir uns sehr viel mit der Umgestaltung, also mit der Klimawandelanpassung in den dicht bebauten Städten. Dort ist der verfügbare Freiraum. Wir können ja nicht wie die Architekten den Freiraum stapeln und vermehren. In der Regel können wir nur quasi ihn neu organisieren. Eben auch der Straßenraum wird mittlerweile wieder neu verhandelt. Das Auto ist nicht mehr das alleinige Bewegungsfort oder Mittel, das einen Anspruch hat und seinen Platz quasi nimmt. Das ist sicher ganz ein wichtiges Thema. Dann ist bei den ganzen Stadtentwicklungsbereichen eben auch die Vorsorge, dass es genug Freiraum gibt. Corona hat das natürlich auch nochmal unterstützt, weil wir alle gesehen haben, wie wichtig es ist, das Grün vor der Tür zu haben und nicht irgendwo in weiter Ferne oder in 1,5 Autostunden Entfernung, sondern möglichst naheliegend. Von daher ist es auch ganz wichtig, eben bei diesen Stadtentwicklungsprojekten, bei den Masterplänen dafür zu sorgen, dass es ausreichend Grünflächen gibt, sowohl im unmittelbaren Umfeld als auch im weiteren. Also das sind schon Themen, die jetzt aber auch nicht nur die Großstadt, Wien ist sicher ein Schwerpunkt oder ein bisschen Alleinstellungsmerkmal in Österreich, aber wir sehen das auch zunehmend mehr in den Kleinstädten, mittelgroßen Städten. Und auch am Land, finde ich, steigt der Bedarf, also erstaunlicherweise. Wo ich begonnen habe, war das in ländlichen Gebieten war das überhaupt kein Thema. Die Leute haben sich gewundert, wie man davon leben kann und wie das überhaupt geht, was man da tut. Ja? Also es hat sich Gott sei Dank sehr verändert. Wozu brauchen wir Bahn? alles grün. Ja, genau. Nein, aber das ist genauso, wie es die Anna sagt. Und da möchte ich jetzt ganz kurz auch nochmal diesen Aspekt anhand eines Bildes auch veranschaulichen. Das ist diese Klimakonkretkarte. Es geht um diese Interdisziplinarität im Sinne von Klimawandelanpassung. Und wenn ich sage Interdisziplinarität, dann ist das nicht ein Schlagwort, sondern da geht es um diese Gleichzeitigkeit. Wir mit unserer Fachkompetenz gemeinsam mit Verkehrsplanung, mit Raumplanung, mit Architektur oder mit Mikroklimatologie, das bringt einfach dann die Lösungen, wo wir sagen, wurscht, ob das jetzt der urbane Raum ist. Die Anna hat so schön gesagt, Wien ist ein bisschen was Besonderes, Wien ist sehr was Besonderes, aber auch eben in jeder kleineren Gemeinde, in jedem Ort, in jeder Situation. Wir kommen jetzt zwar jetzt eher von der landschaftsarchitektonischen Seite, die jetzt sagt, das ist jetzt die objektplanerische Seite, aber es trifft genauso diese ordnungsplanerische Seite, um das auch mit zu thematisieren. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur der besiedelte Raum, sondern eigentlich auch der unbesiedelte Raum, der ja ein Betätigungsfeld ist, weil die Landschaftsarchitektur als Überbegriff für alle landschaftsplanenden Berufe ja auch eine ganz wichtige Schutzfunktion hat. Also wir sind ja auch immer irgendwie auch Beschützer und Advokaten der Landschaft. Ja, also wir treten dafür ein, dass Landschaftsräume sich nachhaltig entwickeln, dass sie geschützt sind vor wirtschaftlichen Entwicklungen, vor wirtschaftlichem Druck. Also insofern, auch wenn die Städte wachsen und wir wissen alle, 75% oder 70% der westlichen Bevölkerung lebt in Städten und das ist natürlich ein unheimlich wichtiges Betätigungsfeld geworden, darf man nie ganz vergessen, dass wir auch in den ländlichen Bereichen eigentlich sehr, sehr wichtige Aufgaben erfüllen. Oder eher. Und wir machen das immer für die Menschen. Also dieser soziale Aspekt, das ist kein
Begriff, der über drüber steht, sondern es geht immer um das Gemeinsame. Ja, es gibt sicher auch Kollegen, die viel mehr sozusagen auch in der ökologischen Begleitplanung und in der Infrastrukturplanung und Ähnlichem arbeiten. Also bei uns ist eher der Schwerpunkt schon in der Architektur Städtebau, oder? Würde ich meinen. Aber es gibt natürlich ein ganz breites Berufsbild, ja, nach wie vor. Also. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen meine Nachfrage gewesen, weil schon Professor Wöss hat das ja angetönt, dass die Ökologie einen ganz wesentlichen Schwerpunkt hat, auch im Hinblick auf die Gesundheit des Menschen, aber auch auf die Gesundheit der Natur. Inwieweit, ich weiß zwar jetzt, dass ihr beide ein bisschen eher aus dem architektonischen Schwerpunkt kommt, aber inwieweit spielt das auch eine Rolle im Büroalltag beziehungsweise von den Mitgliedern im ÖGLA? Vielleicht beginne ich und hier geht es dann ins Detail. Also was ich ganz stark merke, sind die großen Themen unserer Gesellschaft, die ziehen einfach die Disziplin enorm mit. Also wir sind also ein bisschen Klimawandelprofiteure, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, aber weil wir eben genau hier arbeiten, ja, also die Umwelt, aus der Umweltbewegung entstanden, können wir jetzt unser Wissen wieder hier anbringen und da können wir vielleicht die Kollegin mit in die Diskussion holen, weil genau von den jungen Menschen kommt ja diese Bewegung, diese Klimawandeldebatte, wo man einfach teilhat und wenn man da das Studium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur studiert, hat das natürlich auch einen guten Anknüpfungspunkt. Natürlich und Rainer, man sieht die Teilnahme an den Fridays for Future Demonstrationen. Ja, wir müssen auf unsere Umwelt aufpassen und schauen, dass wir auch weiterhin absichern können, dass auch für die künftigen Generationen noch ja, halt die Umwelt genauso erhalten bleibt, wie wir sie auch hatten. Genau, was man, glaube ich, auch immer wieder in die Diskussion mit reinholen muss, weil das noch nicht so im allgemeinen Diskurs ablesbar ist, ist neben der Klimawandeldebatte auch das Artensterben nicht zu vergessen, weil das ist unter vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauso bedrohlich einzuwerten, einzustufen, wie die Gefahr durch den Klimawandel. Und Artenvielfalt, wer, wenn nicht wir Landschaftsarchitekten, können das bedienen? Ich glaube, das Thema der Biodiversität ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, Herausforderungen der Zukunft oder Lösungen anzubieten. Den Klimawandel spüren die Leute. Diese Sommer, diese Tropennächte sitzen denen in den Knochen. Und wo wir eben eine Straße, die Neubaugasse, verhandelt haben, sonst hattest du das erste Punkt, war, aber Parkplätze, die gehen verloren, das geht nicht. Ja? Wir hatten gerade vielleicht zwei Meldungen, aber keine ernsthafte Diskussion, ob es wichtig ist, einen Parkplatz vor der Tür zu haben oder einen Baum vor der Tür. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser ganz heiße Sommer vor 2 oder 3 Jahren war. Also den Klimawandel spüren sie, das Artensterben spüren die Leute nicht. Also das wird nur ganz schwierig werden, denen das zu vermitteln, dass da eigentlich auch wirklich eine Bedrohung eigentlich daraus entstehen kann. Also das, glaube ich, wird sicher einer der nächsten großen Themen sein. Also sprich, auch dieses Thema fließt bei euch in die architektonische Arbeit mit hinein. Es ist ja nicht nur eine rein architektonische Arbeit, sondern dadurch, dass wir ein relativ breites Spektrum an naturwissenschaftlichen Grundlagen ja mitbekommen haben als Handwerkszeug, ist es wirklich so, dass wir sagen können, was wir oft so mitdenken oder was bei uns ganz klar schon in den Beweggründen oder im Agieren drinnen ist, oft ist es erstaunlich, dass man im Widerpart dann das nicht wiederfindet, dass man sagt, das ist jetzt für mich klar, da geht es jetzt um Diversität oder gewisse ökologisch zusammenhängende Begriffe, wenn es um Wasser und Boden geht oder Pflanzen und Tiere. Das ist etwas, was man immer wieder kommunizieren muss, aber das ist keine Aufgabe der Zukunft, sondern das ist jetzt schon ganz, 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 ganz wichtig. Also diese Thematik gerade in Städten oder in besiedelten Bereichen. Was uns manchmal ein bisschen hilft, auch in den Diskussionen, ist, dass eigentlich die Natur sowie die Kultur eigentlich fast ein Asset geworden ist im Standortwettbewerb. Ja. Du kannst heutzutage quasi eine Wohnung, bevor die Leute die Wohnung gesehen haben, sagen sie schon, du wohnst aber schön und sie meinen in der Regel ja das Umfeld, oder? Sie meinen ja schon das, was rundherum ist, das Quartier. Und das hilft uns jetzt, also im planerischen Alltag natürlich auch manchmal, vielleicht weniger das Bewusstsein um das Artensterben, aber sondern dass ganz klar ist, das ist mittlerweile eben wie eine
Stadt, die kulturell was zu bieten hat. So hat eine Stadt wie Wien, die natürlich auch ganz tolle Natur- und Landschaftsräume hat, ist das einfach auch ein ganz großes Thema. Ich denke, das öffentliche Bewusstsein hilft in der Arbeit, aber es richtig zu machen, also so zu planen, dass es eben Artenvielfalt ermöglicht, dass es eben den Klimawandel abschwächt, das kommt mit dem Handwerkszeug. Ne? Das passiert ja eh von den Planern und Planerinnen. Aber dieser öffentliche Diskurs, die Aufmerksamkeit auf das Thema Grün in der Stadt oder überhaupt Grün und Schutz von Landschaften, das hilft uns in der Arbeit natürlich schon weiter. Aber da brauchen wir die Unterstützung auch der ausbildenden Stelle der Universität für Bodenkultur. Gerade wenn ich jetzt die Cordula im Publikum sehe, den Hang zur Verwilderung, ich denke mir, wo sind unsere Städten? Wo sind die klaren, starken Stimmen? Wir haben viele, viele Stimmen. Müssen sie viel mehr noch laut hinausschreien und sagen, wir brauchen diese Ressource, weiße Flächen, wo nichts passiert, wo einfach viel passiert und deswegen nicht planerisch was passiert. Und das ist diese Gedanken sind so fremd in unseren Planungsinstrumenten und bei den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgern, dass ich mir denke, wir verbauen uns jetzt ziemlich viel. Also das wäre schon super, wenn ihr da mehr aufschreien würdet, auch weil ihr seid Universität. Gut, dann überspringe ich jetzt einfach mal ein, zwei Fragen und komme nochmal später zu den Fragen. Aber wo liegt denn eurer Meinung nach jetzt wirklich die Stärken oder vielleicht auch die Schwächen der Ausbildung an der Lableich-Ausbildung an der Universität für Bodenkultur? Was zeichnet die so auf, als Replik? Also ihr habt drei Genossen, würde ich mal sagen. Die Valerie steckt noch mittendrin. Vier Generationen eigentlich. Aber was würdet ihr denn, ja, das ist ja das Schöne, was würdet ihr so resümieren? Der Universaldilettant, genau. Wie war das Stichwort? Ja, also, Daniel, es ist deins. Ja, das hatte ich schon im Vorgespräch erwähnt. Also das war damals eben aus dem Löck heraus ins Lab umsteigen. Es wurde immer wieder dann thematisiert, dass wir Universaldilettanten und Universaldilettantinnen sind. Eben, weil wir von jedem Dorf einen Hund bekommen haben, von der Forstwirtschaft, von der Kulturtechnik, von der Landwirtschaft, ein bisschen was von der Architektur, von der Biologie. Und das war dann das Studium mit verschiedenen Professuren, Ordinariaten, wie auch immer. Und das war dann eigentlich das Schöne in meinem Studium, dass wir dann ganz bewusst im zweiten Abschnitt hinausgeschickt wurden, geht's und holt euch dann an der TU, an der Angewandten, auf der Biologie, auf der Uni Wien etc. die Inhalte, die wir euch in eurer konkreten Ausrichtung so wichtig sind. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, da habe ich extrem viel davon profitiert, aber das Manko, das wir damals in den 90ern, ich habe 97 fertig gehabt haben, war schon dieses Entwerferische und das war ein großes Bedürfnis, städtebaulich dann zu arbeiten. Und dieser Austausch mit der TU, das war schon super. Also, was heute noch gar nicht gesagt wurde und was ich mir jetzt nicht nehmen lasse, ist, dass die BOKU einfach ein super Platz ist, zu lernen und sich ausbilden zu lassen oder bilden. Wir hatten vorher die Diskussion Ausbildung, Bildung. Das ist einfach eine coole Uni. Also ich habe mehrere ausprobiert, ich kann das sagen. Das ist ein guter, entspannter Ort, wo einem auch genug Freiraum gelassen wird, sich in die Richtung zu entwickeln, in die man gehen möchte oder in die man vielleicht noch gar nicht weiß, dass man in sie gehen will, und dann im Laufe der Zeit formt sich das erst. Und diese Breite oder auch die vielen anderen Studien, die ja irgendwie alle anknüpfen an unser Studium, das ist schon eine super Qualität, weil du dir immer irgendwie auch was anderes reinholen kannst. Das geht natürlich auf Kosten der Spezialisierung, ja, das ist klar. Man kann nicht alles lernen und dann auch noch, und das fehlt vielleicht dem einen oder der anderen Absolventin, wenn sie in Büros beginnt. Das muss man sich halt dann durch Praktika dazu holen, aber ich denke, das ist ja auch normal in einem Studium, dass man nebenher irgendwie arbeitet und sich mal umschaut in der Praxis und Erfahrungen sammelt und sich dann vielleicht auch dadurch orientieren kann, ja, wo will ich hin, wo will ich weitermachen. Natürlich, so kann man dann genau auch seine Interessen verfolgen, weil im Bachelor ist doch sehr breit gefächert, man hat von überall so ein bisschen etwas. Und ja, durch die ganzen Praktika, gut, die eine Richtung gefällt mir, da mache ich weiter,
dann werde ich mich wahrscheinlich auch im Master dann auf das spezialisieren und ja, so meinen Weg finden. Also man, es ist ja nicht nur eine coole Ausbildung, es ist ja auch ein cooler Beruf, muss ich sagen. Es ist ja wirklich, es wurde eh schon gesagt, es ist wirklich einer der schönsten Berufe. Ich meine, es ist immer eine Herausforderung, aber es, man lernt ja nie aus und lernt immer wieder dazu. Und meine Ausbildung ist wirklich zu lange her mit der Grünraumgestaltung. Jetzt schaue ich jetzt um Martin Kastner darauf, der sich auch ein bisschen erinnert. Wir hatten ein Institut, einen Professor, zwei Assistenten oder in einem Dachkammerl oben. Also es hat sich Gott sei Dank wahnsinnig viel getan. Ich meine, was ich eher mitkriege, ist, was die Ausbildung betrifft, ist ja, dass die Leute, die dann kommen von der BOKU als Studenten und bei uns arbeiten, wie die, mit welchem Selbstverständnis die daherkommen, oder? Und da muss ich sagen, ist das eigentlich wirklich super. Die wissen zum Teil recht genau, was sie wollen, was ich ja eigentlich immer einen Vorteil finde, wenn jemand kommt und nicht weiß, was er will, finde ich das irgendwie eher nicht so toll. Aber, und bringen dann auch viel mit, also nicht nur Interesse, aber da muss ich sagen, es ist dann schon eine Basis da, mit der man wirklich, die zum Teil super einsteigen, ja. Aber also von daher, glaube ich, ist die Ausbildung, wie gesagt, ich kriege es im Detail nicht mehr mit, aber glaube ich schon, dass die eine sehr gute Basis liefert auch nach wie vor. Nur ergänzend, aber ich glaube, das kommt schon von der BOKU, weil die BOKU einfach eine Uni ist, die Werte vermittelt. Ja. Mhm. Und das ist das, was, finde ich, bei vielen anderen Unis ein bisschen verloren geht, zwischen den Unterrichtenden und den Studierenden. Und, aber die BOKU steht für mich für Nachhaltigkeit, für Werte, für alles das, was unsere Zeit eigentlich heute braucht. Und ich glaube, deshalb kommen da auch so viele Studierende heraus, die selbstbewusst eine Message haben und die auch vertreten. Das gefällt mir an der BOKU und an der Ausbildung sehr gut. Ja. Ich würde da noch ergänzend sagen, auch das Zwischenmenschliche. Wenn man jetzt das vergleicht, eine Universität für Bodenkultur, es, ja, das Zwischenmenschliche passt. Man kommuniziert mit den Professoren, man ist teilweise auch auf Augenhöhe. Ja, das finde ich auch als sehr wichtig. Und auch die Freundschaften innerhalb der Studenten, weil die halten bis zum Schluss und auch dann darüber hinaus, wenn man doch dieselben Werte weitergeben möchte, dann an die Nächsten, die nachrutschen. Und ein bisschen auch das Tübi. Valerie, wann ist Schluss? Ich habe mit ihm zwei Kollegen das Büro gemeinsam gegründet. Wann ist Schluss? Also Ich fand jetzt eigentlich noch in der als Ergänzung jetzt diese persönliche Erfahrung mit sowohl Praktikantinnen und Praktikanten wie auch dann Absolventinnen und Absolventen bei uns im Büro, da hat sich extrem viel getan in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, die ich überblicke. Und wirklich im Standing, im Auftreten, im Wissen, was und wollen und auch in der Art und Weise, wie sie fachlich schon eben ihr Handwerkszeug gelernt haben. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen war ich bei einer Zukunftsbaumtagung in Veitshöchheim, da in Würzburg, und das war ein Kollege dort, und der hat eben erzählt gehabt, weil wir so gesprochen haben, woher komme ich, wo habe ich studiert, habe ich gesagt, BOKU. Er hat gesagt, er hat jetzt eine Praktikantin aus Wien von der BOKU, und die ist so super, wenn die fertig ist, dann muss die unbedingt wiederkommen. Irgendwo aus Deutschland. Ich meine, sowas hat es vor 20 Jahren nicht gegeben, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Insofern darf ich das unterstützen, was die Stefanie gerade gesagt hat. Gut, dann würde ich da ganz gern anschließen. Österreich ist ja doch im Vergleich zu der ganzen Welt relativ klein. Okay. Wir haben zwar viel Zuzug auch aus Deutschland und auch ich habe mich schon geoutet, bin ja in Anführungszeichen auch ein bisschen eine Numerus Clausus Flüchtling. Wie ist denn die Rolle jetzt von den in Österreich ausgebildeten Landschaftsplanerinnen, Landschaftsarchitekten, so im internationalen Kontext? Und ich schaue auch ein bisschen in Richtung Valerie. Du bist jetzt in einem Vorstand von doch einer ganz interessanten Organisation. Wie ist da der Kontakt mit Deutschland? Wie ist so das Bewusstsein der Studierenden, auch ins Ausland zu gehen? Ein bisschen auch vielleicht dann auch in Richtung mit den Büros schauend, wie werdet ihr nachgefragt in anderen Ländern, oder ist euer quasi Arbeitgeberinnenmarkt hier doch ein bisschen sehr national orientiert? Wie ist denn so die Stimmung, ein bisschen so ein Stimmungsbild? Also was ich jetzt gemerkt habe, auch besonders jetzt mit Deutschland im Austausch durch die durch den Bundesfachschaftsrat für Landschaft, dass gern so ein Austausch ist eh zwischen Deutschland und Österreich, dass da die Studenten gerne hin und her wechseln, rein für den Erfahrungswert, um auch andere Universitäten kennenzulernen und auch von denen zu profitieren.
Ja, also da ist schon ein reger Austausch zwischen jetzt den deutschsprachigen Universitäten. Erfahrungswerte von euch aus in der Bürotätigkeit? Naja, wo ich begonnen habe, als freiberuflich zu arbeiten, haben wir natürlich schon das Gefühl gehabt, Deutschland und die Schweiz oder so, das sind auf einem ganz anderen Niveau und Level und so weiter und haben da irgendwie natürlich uns da daran orientiert auch. Mittlerweile machen wir auch Projekte in Deutschland, auch in der Schweiz oder in Luxemburg, und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass, oder den Eindruck, dass wir da nicht konkurrenzfähig wären. Also das hat sich, glaube ich, sehr, sehr gut angeglichen, ja. Sehe ich jetzt keinen Nachholbedarf, keinen unmittelbaren. Also was man ja auch daran merkt, dass ihr als Büros regelmäßig an internationalen Wettbewerben teilnehmt. Genau. Ich meine, es ist schon der deutschsprachige Raum natürlich, auf den sie sich konzentriert, aber was wir dort so mitkriegen, manchmal eben auch in Zusammenarbeit mit den Architekten, die natürlich sich auch großteils oder vielfach in Deutschland bei Wettbewerben bewerben, dort ist es Pflicht, Landschaftsarchitekten mitzunehmen, aus dem resultiert das ja auch manchmal, aber es hat sich eigentlich sehr gut angeglichen, finde ich. Also was ein bisschen das Handicap ist, das ein bisschen bei der Anna durchgeklungen ist, dass das Setting gerade in Deutschland oder Schweiz, diese Selbstverständlichkeit, dass man als Landschaftsarchitekturbüro dabei sein muss, das gibt es bei uns nicht. Also diese kleinen Fingerübungen, kleine Entwürfe, kleine Wettbewerbe, diese Selbstverständlichkeit in unserer Disziplin gibt es leider nicht, und auch diese Honorare, die eben damals schon bei den ersten Wöger-Geschichten vor 100 Jahren, Vorläufer von der ÖGLA, diskutiert wurden, das ist in Deutschland verordnet. Das ist eine Verordnung. Wir kennen das ja durch Covid alle, Verordnungen. Das ist nicht ein Bazar aushandeln, was gibt der Bauherr, die Baufrau wirklich jetzt. Und das ist schon etwas, wo ein Bundesland wie Bayern in Deutschland, das hat einfach deutlich mehr Büros als wir. Deswegen ist es halt. Da gibt es ein gewisses Gefälle. Also wenn ein österreichisches Büro da bei einem deutschen Wettbewerb zum Beispiel teilnimmt, dann ist es eines unter einem mehrfachen Dutzend. Also die Relation ist halt eine andere. Da könnte man auch was mit so einer, unter Anführungszeichen, Selbstverständlichkeit oder Verrechtlichung auch schaffen. Also sprich, sollten wir uns vielleicht zusammentun und dort ein bisschen justieren, um dort auch quasi die richtige Stellung zu haben oder zu bekommen und dort auch wirklich verankert zu werden. Also ich denke mir, wir haben einige Beispiele, auch dass der Landschaftsplan nicht mehr so verpflichtend ist, die uns doch auch ein bisschen wehtun. Denke immer noch an schon wie viele Jahre her, fast 30 Jahre her, wo wir darum gekämpft haben, die landschaftsökologischen Funktionstypen in das Naturschutzrecht von Wien zu bekommen. Jetzt sind sie drin, sie sind noch ein bisschen zahnlos, aber vielleicht werden sie dann doch irgendwann mal umgesetzt. Aber ich denke mir, es ist vielleicht auch eine Aufgabe von uns als Landschaftsplanerinnen und Planern, da gemeinsam aufzutreten. Und deswegen schaue ich gleich die Stefanie an, als Berufsvertretung der Lablachler. Wäre das eine Herausforderung oder vielleicht auch ein bisschen so ein Blick in die Zukunft, wo wir daran arbeiten könnten, gemeinsam dort auch die ganze Verrechtlichung voranzutreiben? Also 40 Jahre, ja, was sind 40 Jahre? Das ist ja total wenig, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu anderen Studien, die es seit Jahrhunderten gibt. Also ich finde, wir haben wahnsinnig viel geschafft, wir können stolz sein darauf. Also da meine ich jetzt nicht mich, sondern all die vor mir gearbeitet haben. Und gutes Beispiel, die Honorarleitlinien der ÖGLA, die wir vor ein paar Jahren erst wieder auch mit Hilfe von Daniel überarbeitet haben. Das sind Vorgaben, mit denen kann man sehr gut wirtschaften. Man muss sie halt auch anwenden, als kleiner Sidekick jetzt hier. Man muss sie durchbringen. Genau, und das bedeutet, man muss sie auch durchbringen. Das ist alles ein Prozess und wir befinden uns gerade in dem und wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin da total optimistisch, dass sich das noch zukünftig mehr und mehr verbessern wird. Du bist ja doch schon eine ganze Weile, 5 Jahre, in der Berufsvertretung tätig. Veränderungen so rückblickend, was hat sich verändert? Was sind noch zukünftige Herausforderungen? Herausforderungen gibt es immer genug, man muss sie sich nur suchen.
Nein, also die ÖGLA ist ja, also die Anna zum Beispiel ist Ingenieurkonsulentin, hat ein Ziviltechnikerbüro, wird von der Architektenkammer vertreten als gesetzliche Berufsvertretung. Der Daniel hat ein Ingenieurbüro, das heißt, er wird von der WKO vertreten. Und die ÖGLA, die ist so ein bisschen auch aus diesem historischen Gewachsenen, die ist ja keine gesetzliche Berufsvertretung, das heißt, die deckt alle Absolventen ab, also oder deckt ab, spricht an, ja, bindet ein. Das heißt, das ist so unsere Alleinstellung und auch unser großes Potenzial oder auch unsere große Aufgabe. Ja. Also alle Absolventen von der BOKU, egal in welches Fach sie gehen, finden bei uns sozusagen ein Zuhause. Und das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, weil das, darüber, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses eben die Planung in der Stadt und so weiter, das ist ja zwar ein großes, aber ein Betätigungsfeld. Es gibt ja so viele unterschiedliche Bereiche, wo Absolventen später arbeiten können und ihr berufliches Zuhause finden können und sich in andere Richtungen entwickeln. Also im Verwaltungsbereich, in Raumplanungsbüros, in der Politik, ja, es gibt jetzt auch einige Landschaftsplaner und Landschaftsarchitektinnen. Also es gibt hier wirklich ein weites Betätigungsfeld und die ÖGLA versucht hier wirklich alle zu unterstützen. Und was wir vielleicht noch, um den Bogen zurück zur BOKU zu spannen, gemeinsam mit der BOKU haben, und deshalb haben wir auch einige gemeinsame Projekte laufen, ist, dass wir nicht nur versuchen, die Absolventinnen und die, also nicht nur als Berufsvertretung zu arbeiten und die Absolventinnen zu vertreten, sondern wir versuchen auch die Landschaftsarchitektur als solches zu stärken, ja, durch unterschiedliche Aktionen und Interventionen. So ein Beispiel ist zum Beispiel die Sammlung Nextland, die wir mit dem ILA gemeinsam betreiben. Dient dazu, das österreichische Landschaftsarchitekturgeschehen besser abzubilden. Und das sind einfach Aufgaben, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig sind. Also nicht nur die reine Berufsvertretung, sondern die Vertretung des Fachs. Ich muss jetzt ergänzen, weil du es immer tust, aber jetzt nicht die Studierenden. Also allein dieser Öglerpreis für Studierenden und was die Kammern nicht schaffen, einfach die jungen Absolventinnen und Studierenden einfach mit ins Boot zu holen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Absolut. Also die ÖGLA, die macht ja mittlerweile schon so viel, dass ich gar nicht mehr alles aufzählen kann. Also wer nicht Mitglied ist, aber bitte. Der Landschaftsarchitekturpreis für Studierende, genau, findet im Übrigen dieses Jahr wieder statt. Also das ist vielleicht auch was du streuen möchtest, mit dem Thema Maßlos und nochmal hier einen Aufruf mitzumachen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Plattform für euch, um Erfahrung zu sammeln im Wettbewerbswesen. Und es gibt ja auch schöne Preise, also es zahlt sich durchaus aus, mitzumachen. Beim Preis hake ich gleich ein, weil wir als Bundesfachschaft haben auch unseren Preis, den wir verleihen, und zwar den Goldenen Büffel. Ja, der wurde letzte Woche erst wieder verliehen in Erfurt bei der Landschaftskonferenz. Und ja, da kann man sich auch sehr gut auch bewerben und einmal ausüben in seinem Gestaltungswesen. Spannend. Valerie, dieser Bundesfachschaftsrat, ist das was früher die LAPCO war, die Landschaftsplanerinnenkonferenz? Deutschsprachigen Universitäten und Fachhochschulen dieser Austausch inklusive Holland? Von dem hätte ich jetzt noch nichts gehört, aber... Mind the gap. Aber nein, also der Bundesfachschaftsrat setzt sich zusammen aus eben allen aus Deutschland, den Universitäten und der BOKU mit Österreich. Ich glaube, das ist die LAPCO. Dann haben Sie das vielleicht umbenannt in den letzten Jahren. Also damals, wie wir eben reguläre Stunden geworden sind, 91, haben es die Deutschen schon einmal umbenannt, wegen uns, weil wir das ist Geschichte, sind nur deutsch gewesen und wir sind ja ein anderes Land, deswegen konnten wir es nicht mehr so nennen. Okay. Aber auch interessant. Gut, ich glaube, ich vielleicht drüben weiter. Gut, ein bisschen auf die Zeit schauen. Jetzt habe ich euch das nicht zugeschickt, aber vielleicht habt ihr noch so eine ganz kurze Message, einerseits ein bisschen an unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch an die Studierenden, die vielleicht zuschauen und auch mit im Auditorium sitzen, so ein kurze Message, die ihr mitgeben wollt
für die nächsten 40 Jahre, es wird immer nur für die nächsten 40 Jahre angedacht. Ich denke, wir werden hoffentlich die nächsten 100 Jahre auch unsere Lablaich haben oder 200 Jahre, auch wenn wir da nicht mehr sind, aber es wird ja noch weitere Generationen geben. Naja, ich wiederhole mich, es ist wirklich ein sehr entspannender Beruf, den man, über den ich nach wie vor oder auch nach vielen anstrengenden 40 Jahren froh bin. Entspannt ist gut. Und ja, man kann wirklich auch, man nimmt ja in gewisser Weise die Zukunft voraus bei der Planung, weil man dann Dinge schafft, Lebensräume schafft, die dann eigentlich oft erst die nächste Generation wirklich im vollen Ausmaß genießen können. Also das, glaube ich, so viel Schöneres kann man gar nicht machen, finde ich. Also bitte. Die meisten weiter studieren. Weiter studieren. Also was ich mitgeben will, ist einfach viel, viel, viel mehr aufzeigen und losreden und schreien und kundtun. Weil wir wissen viel, aber es hören nicht alle und lauter sein. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt so aus meiner Tätigkeit sagen kann. Wir als Disziplin sind zu leise, wir sind zu bedacht und zu abwägend. Ich meine, das ist super, das ist schon cool, weil wir ja natürlich auf gewissen Grundlagen aufbauen, die soziologisch fundiert sein müssen, naturwissenschaftlich, technisch, rechtlich etc. Aber wir müssen einfach auch lauter sein, viel lauter. Fridays for Landscape, oder? Oder ich habe nur Stadtstraße. Oder mit Rousseau, nicht zurück zur Natur, sondern vorwärts zur Natur, oder? Das wäre das Motto vielleicht für die Zukunft. Entschuldigung, pardon. Jean-Jacques Rousseau ist auch super. Ja. Hast du noch irgendeine Message, die du weitergeben magst? Ja, dass wir einfach nie die Freude verlieren, die Landschaft zu erhalten. Dass die Landschaft einfach immer ein Teil unseres Lebens ist und sie auch dementsprechend wertschätzen. Also meine Message ist ganz klar, also ich habe so viele Messages, aber eine sage ich jetzt hier, gemeinsam sind wir stark. Ich glaube, wir sollten viel mehr zusammentun und damit meine ich jetzt nicht nur uns Landschaftsarchitekten, sondern wir sollten uns viel stärker vernetzen und dieses Gemeinsame, also alle Disziplinen und Fachrichtungen, die in der Landschaft arbeiten, wenn die zusammenhalten, dann sind wir wirklich sehr, sehr viele. Und dann ist auch die Honorarverhandlung viel leichter. Und dann ist es auch viel leichter, die grünen Agenten durchzusetzen. Weil es macht meistens die Masse aus. Ja. Und wir sind eine kleine Disziplin, wir sind wenige, aber es gibt ganz viele, die unsere Interessen teilen. Und deshalb nochmal, gemeinsam sind wir stark. Werdet ÖGLA-Mitglied. Da sind wir gemeinsam. Gut, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch vier bedanken. Es war nicht nur das Vorgespräch sehr spannend, sondern auch jetzt. Und Entschuldigung, dass mir zusätzlich immer noch was eingefallen ist. Mein Resümee, ich bin groß geworden an der Universität für Bodenkultur als Lapplerin und hin und wieder waren wir dann auch die Wapplerinnen und Wappler. Und ich nehme aber jetzt mit, auch wenn die 40 Jahre eigentlich, wenn wir noch sehr, sehr jung sind, haben wir uns super gut wirklich entwickelt und haben mehr oder weniger auch ein bisschen einen Blitzstart hingelegt und doch jetzt einen guten Stand in der Planungssociety national und international und so wie du betont hast, bis in die Politik sind wir schon hineingekommen und in die Verwaltungsebene. Also wir haben doch schon was geschafft und ich hoffe, dass wir dann auch in Zukunft dahingehend weitergehen und auch noch stärker werden. Vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was mache ich mit den Stühlen? Wie ist die Regieanweisung? Die Stühle lassen wir stehen. Gut. Dann darf ich gleich überleiten zu den Kollegen.